Ja, da bin ich wieder. Jan Maschek von der IG Historische Straßenbahn Regensburg. In unserem Videoblog zur neuen Stadtbahn in Regensburg. Zunächst erstmal möchte ich wieder einige Fragen beantworten zu den Fragen, die unter unserem letzten Beitrag gestellt worden sind. Ich fange mal wieder damit an. Ich schaue mal kurz nach. Damit zum einen die Frage von MTB09.09. Wann jetzt eigentlich genau die erste Straßenbahn in Regensburg fahren wird? Die erste Straßenbahn in Regensburg wird also nach unserer Berechnung circa 2030 fahren. Circa 3 Jahre davor, also 2027, 2026, sollten dann die ersten Spatenstiche erfolgen. Dann hat Conway Dillon gefragt, weil wir uns im letzten Beitrag dazu geäußert hatten, dass also die Anbindung an die Regionalbahnstrecken im Norden und im Süden möglich wäre, mit was für Fahrzeugen da gefahren werden würde. Also wie gesagt, momentan ist das nicht in der Planung. Es ist aber über die langfristige Perspektive angedacht. Wir haben im Norden bisher nicht elektrifizierte Strecken, das heißt, hier müsste mit Hybridfahrzeugen gefahren werden, ähnlich dem Chemnitzer Modell. Wer sich das in Chemnitz mal angesehen hat, das sind also Straßenbahn- oder Stadtbahnfahrzeuge mit einem zweiten Antrieb, dieselelektrischen Antrieb, der aber auch mit Wasserstoff gefahren werden könnte. Ja, und dann haben wir noch eine Frage von Lucius Terembis zur Galgenbergbrücke. Wie denn da der Zugang über die Galgenbergbrücke in der Zukunft gestaltet werden wird? Dazu habe ich mal ein Bild mitgebracht zur Galgenbergbrücke. Das ist dieses hier. Ich halte das mal ein bisschen an die Kamera ran. Also die Galgenbergbrücke, da wird quasi eine Einfehlung vorgenommen, wenn man hier vom Norden kommt, damit also links und rechts die jeweiligen Ausstiege über einen Mittelbahnsteig zu bewerkstelligen sind, haben wir da eine Überkreuzung der Linien. Hier unten sieht man nochmal, wie das dann aussehen würde. Hier wäre also die Stadtbahnstrecken dort und dort. Daneben wäre der Busverkehr und die Straßenbahnstrecken. Und der Zugang zu den Bahnsteigen, das ist das, was eigentlich gefragt worden war, ist hier, das sind diese Treppen, die direkt von den Bahnsteigen hoch zu der Galgenbergbrücke führen sollen und dann also die Regionalbahn und die Fernverbindung mit der Straßenbahn verbinden. Ja, hier haben wir nochmal, das ist nochmal das gleiche Bild quasi mit der Straßenbahn. Also, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist hier, Oberleitungsbügel, das sind die Straßenbahnen. Ja, und ansonsten geht es natürlich voran. Also es ist auch noch eine Ost-West-Strecke in der langfristigen Planung zwischen der sogenannten Kneitinger Brücke und Neutraubling, Obertraubling, die dann über den Arnoldsplatz und den Bismarckplatz fahren soll. Das würde ich dann beim nächsten Mal nochmal genauer vorstellen, wie da eigentlich in der langfristigen Perspektive die Einschleifung geplant ist am Arnoldsplatz und am Bismarckplatz. Eine gute Nachricht wollte ich noch loswerden, bevor wir heute in der Kürze liegt die Würze, unser Videobeitrag wieder beenden. Wir haben vom 28. Juni bis 30. Juni eine große Krangondelaktion von der Historischen Straßenbahn Regensburg am Kornmarkt zusammen mit Spittbauer Kran. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn viele Regensburger und Besucher Regensburgs zu uns kommen und mit uns mit einer Krangondel in 80 Meter Höhe neben dem Regensburger Dom hochfahren und gleichzeitig noch was Gutes tun, nämlich für die Straßenbahn Regensburg, für die Restaurierung des Triebwagens spenden. Wir haben da auch noch einige Stehplatz- und Fensterplatzpatenschaften frei. Wenn uns also jemand unterstützen wollen würde, würden wir uns da sehr darüber freuen. Und ja, ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über den Arnoldsplatz und natürlich beantworten wieder eure Fragen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ein schönes Osterfest. Jan Maschek von der IG Historische Straßenbahn Regensburg e.V.